Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pioneers of Pagonia. Ich bin Dr. Wolfsherz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben ein klitzekleines Problem, denn ja, die Wildschweine, sie sind respawned oder sie scheinen noch nicht komplett gejagt worden zu sein. Jetzt ist es aber so, dass unsere Jäger hier stehen und Däumchen drehen, denn immer noch das Ausgangswarenlager ist voll und naja, wir können das Lager nicht bauen, denn es fehlen uns Nadelholzbalken. Sehr, sehr unglücklich. Wir sehen hier null, nichts da. Auch auf dem Schiff nicht, denn hier oben werden natürlich auch die Ressourcen vom Schiff angezeigt. Da ist nicht mehr. Das heißt, wir brauchen ganz schnell Nadelholz. Und die Grenzen haben sich hier schon erweitert. Wir hätten dieses Gebiet jetzt verfügbar und deswegen gibt es da auch ganz schnell eine Holzfällerhütte, die wir hier mal mitten reinstellen. Wir können ja dann auch noch einen Förster hier reinstellen. Weiter rein lässt er mich nicht. Warum nicht? Ah ja, das ist ein Sumpf hier. Das heißt, weiter als hier geht's sowieso nicht. Ja, pass auf, dann stellen wir den jetzt hier hin. Und natürlich genau gegenüber auch wieder ein Forsthaus. Ich bin, oder ja, soll ich es wirklich gegenüber machen? Ja, ich denke schon. Machen wir das mal so. Forsthaus kriegt den Fokus direkt hier so mittig. Dann wird das hier schön waldig, bis auf der Sumpf natürlich. Und das lassen wir einfach so eingestellt. Eine Straße brauchen wir oder einen Weg. So, und jetzt ziehen wir hier schön durch. Und dann lassen wir es bauen. Hier, Vorteil, wir brauchen keine Nadelholz, wir brauchen keine Balken, wir brauchen hier nur Nadelholzstämme. Und... Ah, Leute, da habe ich mich jetzt gerade vertan. Okay, ich ruder nochmal zurück. Trotzdem, wir wollen ja neues Nadelholz haben, von daher ist das schon in Ordnung. Aber es ist ja so, dass wir gar nicht das Problem haben, dass wir gar keine... Vielleicht sollte ich es doch einblenden, die sind schon eingeblendet. Wir haben Nadelholzstämme ohne Ende. Das Problem war ja, dass wir im Moment noch keine Schmiede haben, kein Sägewerk. Und das wird jetzt hier gebaut, Gott sei Dank, auch nur mit Stämmen, sonst hätten wir jetzt schon ein Problem. Aber es ist im Bau und dann werden wir auch wieder neue Nadelholzbalken haben und dann können die Lager hier gebaut werden. Dann geht die Jagd weiter, dann stören uns die Wildschweine hoffentlich nicht mehr lang. So, ja, entschuldigt bitte, da hatte ich kurz einen Fadenriss. kann ja schon mal vorkommen. Ich meine, man wird ja auch nicht jünger. So, gegnerisches Lager, das ist immer noch das, was wir schon kennen. Deine Einheiten werden von Banditen angegriffen. Ja, das werden wir jetzt immer wieder kriegen, weil die wollen hier weiter entdecken. Aber geht natürlich nicht. Wir werden den Entdeckern darum jetzt einen Fokus setzen. Hier ist der Entdeckerposten, dass die mal mehr so, ja, das ist natürlich schon echt blöd. Aber wir machen mal so diese Richtung hier. Entdeckt mal dahin. Da kennen wir auch noch nicht so viel. Ja, und dann würde ich sagen, der Wachturm, das ist natürlich so, ne? Man baut einen Wachturm und irgendwann macht der da jetzt auch nicht mehr so viel Sinn. Und so, Leute müssen schon sehr weit laufen für Gebietserweiterungen. Wir können das Ding irgendwann mal abreißen. Erstmal lassen wir es noch stehen. Aber Wachtürme würde ich natürlich ansonsten gerne so an den äußeren Grenzen unseres Gebietes platzieren. Schadet aber jetzt halt eben auch nicht so. Dann mal ein Hinweis. Wir haben ja, die Banditen sind ja da. Wir können da was gegen tun. Wir brauchen dafür natürlich Einheiten. Wir gucken mal beim Wachturm. Wir haben ja im Moment nur normale Wachen. Das ist so der, ja, der einfachste Typ. Mit dem können wir, glaube ich, aber auch schon was tun. Wir könnten zum Beispiel jetzt mal patrouillenmäßig hier so auffahren. Und dann wird es hier möglicherweise ein bisschen ruhiger. Das heißt... Wenn die sich entschließen sollten, uns anzugreifen, dann stehen wir hier direkt parat. Das meine ich damit. Wahrscheinlich könnten wir da auch reinrennen. Ich weiß nur nicht, ob 10 Wachen... Obwohl, wie viele sind das? 1, 2, 5 sehe ich jetzt. Ja, vielleicht noch mehr dahinter, keine Ahnung. Sollen wir es einfach mal riskieren? Sollen wir die einfach mal da reinsetzen? Komm, Leute, wir versuchen es mal. So, der Fokuspunkt ist gesetzt, aber sie machen nichts. Fokuspunkt verschiebt sich nicht. Was ist da los? Ach, ich habe den... Ach, der Fokuspunkt, der bleibt natürlich hier. Entschuldigung, der Fokuspunkt ist da, wo die Grenze ausgeweitet wird. Das wollen wir weiter hier machen. Den Patrouillenpunkt muss ich versetzen. Nee, das ist der Fokuspunkt. So, da ist der Patrouillenpunkt, das ist R. So, wenn ich den jetzt hier reinsetze, dann müsste es eigentlich zur Sache gehen. Wir werden es mal riskieren, würde ich sagen. Erste Kampfhandlung hier.
Ja, okay, das geht nicht. Warum auch immer. Okay, pass auf, patrouillieren können wir nur im eigenen Gebiet. Das heißt, wir setzen die Patrouille hierhin wieder und werden aber die Gebietsausweitung für die Einnahme, die werden wir hier hinsetzen, denn das Ding wollen wir haben. Und ich hoffe, dass unsere Wachen dann hier die... Ja gut, die Wachen laufen ja auch rum und erweitern. Dass die sich so ein bisschen dann ergänzen. Ich frage mich gerade, haben wir keine Grenzsteine mehr? Steine... Ja, doch, wir haben nur noch zwei Grenzsteine. Und hier bei diesem sind schon gar keine mehr. Okay, aber macht nichts. Der Steinmetz ist schon dran. Der baut jetzt hier Werksteine und Grenzsteine. Allerdings beides. Und das heißt natürlich... Ah, jetzt sind hier gerade zwei Grenzsteine, drei Grenzsteine fertig geworden. Das ist wunderbar. Aber wir brauchen... noch einen zweiten Steinmetz. Ich würde nämlich einen nur für Grenzstein und einen für Werkstein machen. Und wir lassen den jetzt hier auf Grenzstein und bauen einen zweiten Steinmetz. Zweiten Steinmetz für die anderen Sachen, für die Werksteine. Okay. So, und dann werden wir auch noch ein weiteres Lager bauen. Da wollen wir hier nämlich auch Steine lagern. Okay, gut. Ja, hier ist das Warenausgangslager voll. Wie gesagt, wir haben jetzt einfach das Problem, nur einen Abnehmer von den Steinen. Noch kein Lager fertig, aber das wird sich jetzt gleich ändern, weil hier... sind schon die ersten Balken in Produktion. Da sind zwei fertig. Zwei sind auch schon reserviert, wie wir sehen. Das können wir hier auch sehen. 22, ja, das sind die Stämme. Entschuldigung. Machen wir die Balken mal noch dazu. Die sind... Da sind die Balken. Die sind ja schon da. Ja, da. Verfügbar 0, reserviert 2. Deswegen steht hier halt 2. Oder einer jetzt. Und minus 1, der ist schon... für irgendein Lager reserviert. Und hier ist ein Lager und da kommt das Fleisch rein. Und deswegen können unsere Jäger jetzt auch wieder losgehen und... Das sind die Sammler, Entschuldigung. Wo sind die Jäger? Da ist ein Jäger. Seht ihr, und da gehen die Wildschweine auch gleich schon wieder über den Jordan, wie man so schön sagt. So, wie sieht's hier aus? Wir warten natürlich weiter auf Grenzsteine. So, und hier ist jetzt auch jede Menge Fleisch. Nee, das ist nicht Fleisch, das sind die Pilze und Beeren, die wir hier gesammelt haben. Das heißt, da kommt noch ein weiteres Lager hin. Ein Lager, bitteschön. Machen wir direkt daneben. Und hier hätten wir gerne Zutaten pflanzlichen Ursprungs. Das sind dann halt diese Sachen, Himbeeren, Steinpilze, Kürbisse, Mais. Das hier ist eher von den Farmen natürlich. Aber das passt schon. So. Ja, und die sammeln auch weiter fleißig. Im Moment sind sie gerade unterwegs. Ja, hier unten ist auch noch was zum Sammeln, sehr schön. Mit den Fokuspunkt aber dann erstmal hier setzen, dass die erstmal hier in dem Bereich absammeln. Gut, das Ding kommt zur rechten Zeit. Lager 1 ist fertig. Da ist das nächste Lager fertig. Da haben wir Steine eingesetzt. Und hier kommen jetzt die ganzen Steine von den Trägern schon rangeschafft. Das heißt, auch hier kann weiter abgebaut werden. Es ist so schön, wenn es funktioniert. Hier ist das nächste Lager für, was haben wir hier gesagt? Genau, für Holz. Wunderbar. So, und jetzt möchte ich den Jägern gerne sagen, dass der Fokuspunkt mal so hier ist, weil dann wird so der gesamte Bereich auch mehr in Fokus genommen, weil hier sind natürlich auch noch Wildschweine und die stören auch unsere Holzfäller. So, die beiden Lager haben wir konfiguriert, das haben wir konfiguriert. Hier haben wir gesagt, schon Stein, okay. Ich gucke lieber direkt, ob es richtig eingestellt ist, denn später ist immer so eine Sache. So, Forsthaus haben wir schon gesagt. Holzfäller arbeitet auch. Dann kommt auch hier noch ein weiteres Lager hin. Und weil ich hier wahrscheinlich nicht verlängere, kriege ich das da so... Kriege ich das da so rein? Ne, ja, das will er nicht. Okay, ja gut, dann stellen wir es halt... Stellen wir es halt hier hin. Okay, und hier soll Holz rein. Okay.
Und hier wird jetzt ein schöner Wald noch entstehen. Gut, gut. So, die Grenzerweiterung immer noch nicht in Gange, weil Grenzsteine noch fehlen. Schauen wir jetzt mal, wie die Produktion hier aussieht. Hier wollen wir nur Werksteine haben. Und in dem haben wir gesagt, nur Grenzsteine. Und ja, die Produktion läuft schon. Steine sind auch genug im Lager. Und da werden sie auch schon direkt abgeholt. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben ja zwei Wachtürme. Hier ist ja noch einer. Die haben auch keine mehr. Und die sollen natürlich auch weitermachen, keine Frage. Hier ist übrigens schon komplett unser Gebiet. Da geht es jetzt eh nicht so weiter, aber hier ist noch viel Stein. Und ich suche, also Kupfer haben wir hier auch schon dabei. Kupfer, Kohle auch nochmal wieder. Und ich suche aber, da ist Kalkstein. Sehr gut, den brauchen wir auf jeden Fall noch. Das heißt, hier werden wir uns auf jeden Fall irgendwie noch durcharbeiten. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen was auf unserer Liste steht. Ein Baustellencamp sollen wir bauen. Da, wo wir viele Gebäude bauen, wenn wir zum Beispiel so einen Außenposten bauen, angenommen, wir machen hier nochmal eine komplette Steinproduktion, dann errichten wir erst ein Baustellencamp. Dann sind da schon Arbeiter immer direkt vor Ort, sodass dort Gebäude schnell gebaut werden. Wir brauchen Proviantmacher. So, Proviantmacher. Nahrung. Nee, das ist hier schon bei Bevölkerung und Mahlzeiten. Da ist der Proviantmacher. Den stellen wir jetzt mal hier so hin. So, und der erstellt jetzt halt Proviant aus Brot und auch aus Wildschweinfleisch und aus Hasenfleisch. Rehfleisch ist hier nicht eingeschaltet standardmäßig. Ich weiß nicht warum. Wir lassen es auch erstmal aus. Vielleicht wird Rehfleisch noch für was anderes gebraucht standardmäßig. Dann schauen wir mal weiter. So, und dann bauen wir eine Getreidefarm. Aber wir müssen erst schauen. Ne, mit der Getreidefarm warten wir auch noch ein bisschen. Der Proviantmacher kommt jetzt zuerst. Können hier schon mal einen Brunnen hinstellen. Wartet mal. Muss mal eben schauen. Bestimmte Gebäude brauchen halt Wasser. Ich glaube, der Proviantmacher nicht. So, hier ist sehr voll. Hier ist sehr voll. Warum wird es hier nicht reingesteckt? Himbeeren, Steinpilze, Flachs. Himbeeren, Steinpilze. Ja, das gehört alles dazu. Es könnte eigentlich reingebracht werden. Vielleicht ist ein Träger. Da kommen gerade Träger. Genau. So, das heißt, die laden das jetzt hier um. Ah, ihr könnt das zählen jetzt hier, wenn ihr Lust habt. 16 Himbeeren. Das sind 16 Himbeerkörbe, garantiert. Ja, und da landen die ersten Steinpilze schon rein. Warum machen die jetzt nicht weiter? Jetzt kommen noch mehr Träger einzeln. Ja, das ist natürlich... Gut, das ist halt so. Würde sagen, wir bauen schon mal die ersten Wohnhäuser, oder? Dann müssen die nicht immer alle aus dem Schiff kommen. Und dann haben wir Träger quasi hier im Dorf. So, wir sollen 3 für den Anfang bauen. Ich baue mal direkt 4. Dann hätten wir 40 Träger hier im Dorf, die nicht mehr den langen Weg vom Schiff nehmen müssen. Vielleicht machen wir hier auch nochmal ein Wohnhaus hin. Schadet nicht, ne? So, was ist jetzt hier los? Immer noch nichts. Aber es sind Grenzsteine wieder da. Oder es kommen Grenzsteine. Boah, guck mal hier, was hier los ist mit Himbeeren. Da geht's richtig ab. Also die Karte ist natürlich auch sehr schön so von den Höhenunterschieden. Ne? Das ist richtig cool. Hier geht es halt den Berg hoch. Man kann hier Wege durchführen und so. Es ist so schön. Karten sind so schön geworden. So, Gildenhaus brauchen wir auch, steht hier. Gildenhaus baut oder bildet neue Handwerker und Bauarbeiter aus.
6 Nadelholz, Balken, 10 Werkstein. Okay, dann bauen wir mal ein Gildenhaus hier noch hin. Was ist jetzt los? Noch ein gegnerisches Lager. Nee, das ist immer noch das Gleiche. Ah, hier, er wurde angegriffen, der Entdecker. Ja, die sollen ja da auch gar nicht mehr rumtouren. Der Entdecker, den haben wir doch gesagt, Fokuspunkt, wir können ja Fokuspunkte hier setzen. Hier. So, kann natürlich sein, dass die da hinten rum wollen oder dass die hier durch wollen. Aber müssen sie halt hier hinten rumgehen. Es geht nicht anders im Moment. Und ja. So. Da sind neue Grenzsteine. Jetzt geht es weiter mit dem Ausbreiten. Hier ist richtig was los. Guckt euch das mal an. Da kann man schon von einem Stau sprechen. Wahnsinn. Wahnsinn. So, das erste Haus wird fertig. Und es gibt natürlich in Häusern tatsächlich auch neue Bürger dann. So, der Proviantmacher ist auch im Bau. Der hat schon alle Ressourcen, das heißt, es muss nur noch ein bisschen zusammengehämmert werden. So, jetzt möchte ich hier schauen, ob es hier vorwärts geht. Das sieht gut aus. Ja, mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Was steht der Entdecker? Ja, die wollen da hinten rum. Wir müssen das Banditenlager platt machen. Bleibt uns gar nichts anderes übrig. So, Wachturm. Patrouille. Vielleicht genügt das schon, um hier einen Angriff zu provozieren. Ja. Ja. Jetzt geht's hier zur Sache. Oh, die haben schon eine Wache. Oh, schon zwei Wachen getötet. Was? Jetzt ist einer tot. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Das Verhältnis gefällt mir ganz und gar nicht. Okay, zwei sind tot. Aber wir müssen hart dafür kämpfen. Das ist nicht gut. Jetzt haben wir nämlich nur noch drei. 10 ist eingestellt. Ich würde sagen, wir erhöhen hier mal. Ah, 10 ist das Maximum. Haben wir Waffen? Haben wir Waffen für Soldaten? Nein, wir haben keine Waffen. Gar nichts. So, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass hier noch... Da ist jetzt nur noch einer da, aber ich habe die Befürchtung, dass da noch mehr kommen. Ich würde jetzt mal kurz unseren zweiten Wachturm nehmen und den Fokuspunkt hier hinsetzen, dass die mal kurz hierher patrouillieren und hier auch erweitern. Und ich gehe ja mal davon aus, das nimmt Land ein. Ja, okay, jetzt gehen die wieder hoch. Ich wünsche mir eigentlich, dass jetzt neue Soldaten kommen. Kann aber sein, dass wir dafür noch was brauchen. Zum Beispiel eine Militärakademie. Ja, hier ist auch so viel schöner Platz für eine Farm. Ich baue die mal hier hin. Haben wir da alles für? Ja, sieht gut aus. Ja. Wenn die nicht respawnen, ist gut, weil dann haben wir es nur noch mit einem Banditen zu tun. Das soll doch wohl schaffbar sein. Da geht's zur Sache wieder. Jawohl! Banditenlager zerstört. Okay, das ist sehr gut. Dann können wir das andere Lager auf jeden Fall wieder zurücknehmen. Dann setzen wir den Fokuspunkt für die Patrouille nämlich wieder hier mitten ins Dorf. Und den Fokuspunkt für die Einnahme, den setzen wir dann jetzt mal hier hin.
Und hier, ja, müssen wir einfach auf Nachschub warten. Gut, gut. Bin ich ja froh, dass das geklappt hat. So, hier liegt sehr viel Feuerholz. Okay, wir sollen noch einen zweiten Steinbruch bauen. Und einen Brunnen brauchen wir natürlich auch, ja. Ja, wir bauen mal einen Brunnen. Weil im Moment wird das Wasser für den Förster, glaube ich, immer vom Schiff geholt. Das macht ja auch nicht wirklich Sinn. Das ist ein Marktbrunnen, das ist tatsächlich noch was anderes. Wir setzen hier mal so einen Brunnen rein. Und da wir auf der anderen Seite auch einen Förster haben, macht hier auch noch einen Brunnen Sinn. Und ja, dieser... Wir können kein Personal anstellen, weil wir kein Gildenhaus haben. Okay. Das heißt, Gildenhaus ist das nächste Gebäude, das wir brauchen. Wenn ich es denn finde. Ja, bei Ausbildung natürlich. Da ist das Gildenhaus. So. Okay, wohin? Ruhig mitten rein irgendwo. Und die Häusle stehen. So, Genussmahlzeiten brauchen wir für die Fortpflanzung. Übersetzt, unsere Leute wollen futtern, sonst wollen die nicht racken. Wir haben die Grenze eines pagonischen Dorfs entdeckt. Eieiei, schaut mal an. Hier sind neutrale Grenzsteine. Das heißt, hier gibt es ein Dorf. Sehr schön. Wo ist das denn auf der Karte? Da oben. Ja, gut. Mit denen wollen wir Freund werden. Jetzt wissen wir ja schon, ein Dorf ist da. Wir wollen versuchen, Freunde zu sein. Mal schauen, ob uns das gelingt. Vermutlich können wir mit denen handeln. Also wir können mit denen handeln und vermutlich können wir durch Handel auch unsere... unsere... Ja... Beziehung verbessern. Hier ist auch Kalkstein. Das ist klasse. Dann bauen wir da den zweiten Steinbruch hin. Das heißt, wir brauchen eine Straße. Und verlängern unseren Weg hier. So, Steinbruch. Wir können ihn auch hier oben setzen. Fände ich eigentlich noch cooler. Machen wir auch. Ich hoffe nur, dass ich da die Straße hochkriege. Ja, wunderbar. Und dann natürlich auch noch wieder ein Stein... Nee, jetzt bauen wir eine Steinmühle. Mit der Steinmühle können wir nämlich den Kalkstein verarbeiten. Zu Zement. Ah, da haben wir zu viele Bäume. Wie kriege ich denn jetzt die Bäume weg? Soll ich da extra einen Förster für bauen? Können wir wieder abreißen hinterher. Oder... Ist natürlich ein weiter Weg, aber... Lassen wir mal kurz diese Bäume hier fällen. Von dem Förster, der ja schon da ist. Und dann stellen wir hier die Steinmühle hin. So, ist unsere Ausbildungslager fertig? Nein, die Militärakademie wird noch gebaut.
die braucht auch noch eine Weile. Das Gildenhaus hat immerhin schon alle Holzbalken, fehlt noch ein bisschen Werkstein, dann geht's da auch los. Aber der Proviantmacher macht schon Proviant. Das ist sehr gut. Die brauchen auch tatsächlich kein Wasser. So, Genussmahlzeiten. Das ist der nächste Punkt. Die Genussmahlzeiten werden hergestellt in der nicht in der Bäckerei, sondern ich glaube in der Taverne war es. Ja, Taverne, genau. Küche nutzen Zutaten von einem nahegelegenen Marktplatz, um Stärkungsmahlzeiten für Minenarbeiter und Genussmahlzeiten für Träger zu kochen. Genussmahlzeiten werden an nahegelegenen Esstischen gegessen und fördern die Geburt neuer Pagonia. So, Werkstein wird auch ein bisschen knapp. Wir bauen jetzt die Taverne hier hin. Ich setz die mal hier so rein. Und wir wissen, dass wir hier Esstische brauchen. Und die sind auch hier drin. Da, und da stellen wir jetzt einfach ein paar hin. So, da können unsere Leute essen. Das ist sowieso Aufgabe, sehe ich gerade. Für Bevölkerung. Perfekt. Perfekt. So. Und was steht hier noch? Köche nutzen Zutaten von einem nahegelegenen Marktplatz. Das heißt, wir brauchen auch einen Marktplatz. So, da ist ein Marktstand. Mit einem Marktstand können wir einen Marktplatz bauen. Das heißt, wir stellen jetzt hier ein paar Stände hin, da und da noch und dann von mir aus noch hier so und dann bauen wir da noch ein bisschen Straße. So. Marktstand kommt dann hier auch noch einer hin. Und da machen wir auch noch einen. So. Okay, so, die Militärakademie ist fertig. Schauen wir mal rein. Hübsch sieht's aus. Wir hätten gerne neue Wachen. Dafür brauchen wir Holzspeere. Holzspeere werden ja. Ach, da bei Ausrüstung, meine Gott. So, Werkzeugschmiede. Hier ist die Werkzeugschmiede. Und hier ist die Holzwerkstatt. Und da kommen Holzspeere her. Alles klar. Also brauchen wir eine Holzwerkstatt. Die können wir noch wunderschön hier hinstellen. Wenn ich sie denn da reingedreht bekomme, jawohl. So, eine Holzwerkstatt. Weil hier ist Holz. Holzwerkstatt. Gut. Ja, hier ist schon ordentlich Kahlschlag, wie wir sehen. Aber der Förster hat ja die Aufgabe, da neu zu pflanzen. Das klappt auch bestimmt. Hier sind die Bäume weg. Das heißt, wir können hier jetzt unsere Steinmühle hinbauen. Aber die Steinmühle braucht Holzräder. Und ich glaube, Holzräder haben wir nicht. Aber die können wir hier bauen, in der Holzwerkstatt. Da können Holzräder hergestellt werden. Das heißt, wir lassen hier gleich schon mal 5 Holzräder herstellen. Da machen wir mal gleich 15 Stück. So, da haben wir ein paar. Und dann gibt es aber jetzt schon den Auftrag für die Steinmühle. So, jetzt haben wir ganz schön viele Ressourcen, die uns fehlen. Darum müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen laufen lassen. Und ja, ich würde sagen, dann beenden wir die Runde hier auch. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir macht's riesen Spaß. Warum wachsen hier keine Bäume? Frage ich mich. Die haben auf jeden Fall Wasser. Kein Personal anwesend. Wow, es fehlt eine Schaufel. Es
schlecht. Dann pausiert der hier mal kurz seine Arbeit. Schaufel. Wo wird die hergestellt? Hoffentlich in der Holzwerkstatt. Nein! Die Schaufel wird in der Werkzeugschmiede hergestellt. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Okay, dann legen wir das hier erstmal still. Legen wir erstmal still. Weiße Fahne heißt Gebäude deaktiviert, rote Fahne heißt, es gibt irgendein Problem. Und ja, hier geht es im Moment nicht weiter, weil kein Markt in der Nähe ist. Die Marktstände sind noch im Bau. Und es fehlt ein Marktbrunnen, genau, das habe ich ganz vergessen. Wollte ich euch ja sagen, es gibt ja den normalen Brunnen und den Marktbrunnen. Der Marktbrunnen sieht so aus. Und den bauen wir jetzt. Ich hoffe, dass ich den da noch reinkriege. Nein, passt natürlich nicht da rein. Das war eigentlich so gewünscht von mir. Dann stellen wir den Marktbrunnen hier hin. So. Gut, aber jetzt machen wir wirklich Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.